So, Hallöchen, nach gefühlten 1000 Jahren kommt jetzt endlich wieder ein Let's Show mein Server oder Let's Show Minecraft von meinem Server. Und ja, wieso ist das jetzt so lange her, dass ich mal wieder ein Let's Show zeige? Ganz einfach, ich hatte eigentlich immer so das Gefühl, dass ich zu wenig Content habe, was ich zeigen kann. Und deshalb habe ich es hinausgezögert, habe gedacht, baue noch dies fertig, baue noch das fertig. Jetzt habe ich mich einfach mal zusammengenommen und will jetzt mal zeigen, was ich hier habe. Das ist nicht viel, das ist jetzt das, was ich gebaut habe. Wir gucken uns das jetzt mal in Ruhe an, aber zunächst einmal muss ich jetzt ja mal richtig angeben, was ich, das habe ich alles selbst gefarmt übrigens. Also das ist jetzt nichts irgendwie Gift XP oder so. Das ist alles nach und nach hier zusammengekommen. Das ist falsch hier. Die ganzen Schaltplatten, die kommen natürlich durch MCMMO zustande, was wir öfters mal drauf haben hier. Wenn man da im Sand buddelt, findet man ja schnell ein paar Schaltplatten und auch schon mit Quarzblöcken einige vorhanden. So, was kann ich jetzt großartig zeigen? Das ist also meine Welt hier, mein Lager. Das wird noch komplett abgerissen, das Lager hier. Ich möchte ein automatisch sortierendes Lager haben. So, hier meine Minecart-Strecke mit Bahnhof. Theoretisch könnten wir jetzt einfach auch eine Rundfahrt machen. Ist noch nicht fertig, die Strecke. So. Da lang bitte. Ja, hier muss ich noch anschieben. Da muss ich mir noch was einfallen lassen, wie ich das mit den Weichen etwas besser löse. Und vor allem sollte ich hier mal in der Nähe einen eine Geschwindigkeitsschiene hinlegen. So, da vorne ist meine Kathedrale. Das ist so der erste Halt jetzt auf unserer Besichtigungstour. Alles selbst gebaut, kein Creative Mode. Mühevolle Handarbeit. Oh ja. Und da werde ich schon begrüßt. Ja, hier hinten fehlt noch so ein bisschen die Begrünung. Das lag daran, als ich es gebaut habe, war es noch nicht, war das noch alles Dreck und musste zuwachsen und dann habe ich es einfach vergessen. Kommen die mir hinterher? Nö. So, jetzt sehen wir uns einfach mal um. Ach, übrigens, wenn es zum Thema Cheaten geht, dieser Bogen ist sogar mal ercheatet. Der ist noch aus der Testphase, was so alles möglich ist mit den Büchern. Ist das einer von uns? Nee. Ach, wollte schon sagen. Komplette Goldrüstung. Noch verzaubert. Ach, von hinten auch. Ah, die haben mich in die Zange genommen. Aha. Ah. Die schießen jetzt schneller, habe ich das Gefühl. Und nicht mal was dabei. Ja, wieso hier immer noch Zombies spawnen, wo es eigentlich hell genug ist, frage ich mich immer wieder aufs Neue. Kathedrale da lang. In der Kathedrale ist es auch noch nicht richtig ausgeleuchtet. Da muss ich noch einige Arbeit reinstecken, auch in die Innendekoration. Das sieht noch alles sehr plump aus. Da schwebt gerade eine Wolke durch. So sieht irgendwie aus wie jede andere Kathedrale hier, zweietagig, an den Rändern geht es nochmal ein bisschen weiter. Und ja, da saß ich richtig lange dran, ich glaube hier habe ich 2 Monate dran gebaut. Mein besonderer Stolz sind die ganzen Diamantblöcke hier in den Ecken. Dafür habe ich Witters abgefarmt, damit die 4 Türme auch eine Lichtsäule haben. So, die steigen wir jetzt nicht hoch, das dauert mir dann doch zu lange. Auf jeden Fall eine richtig große Angelegenheit. Das Dach ist zusätzlich zum Stein oben nochmal mit Laub überlegt, damit es zum Farbenspiel der Stadt passt. Ich muss dann denken, das ist ja, ich muss immer erst belohnen. So. Bloß nicht angucken. Wie gesagt, hier drin habe ich noch ein bisschen Arbeit, bis ich das mal fertig habe. Hier sollen zum Beispiel auch noch Bücherregale rein. Immer so in diesen Bögen hier. Außer ein paar Eingänge. Dass das hier ein bisschen getrennter aussieht. Aber ich denke, an sich ist mir dieses Gewölbe schon recht gut gelungen. Hier oben soll noch eine Mittelplattform reingebaut werden, wo dann hier eine Orgel drin ist. Das wollte ich dann mit Redstone machen, so mit den Musikblöcken.
So, hier gegenüber mein Friedhof, zu dem kommen wir später noch. Entschuldigt kurz. Oh. Oh. Leicht erkältet. Dann hier ein paar Wohnhäuser. In dieser Stadt wohnen natürlich NPCs. Das hier soll eine Kaserne darstellen. Kleine Schlafmöglichkeiten. Hier vorne dann eingeteilt in Kompanien. Und da vorne die Obersten. Und hier sieht man dann meine kleine Armee. Nur zu einem Zweck getötet, den Tod der Melonenmenschen. Hey! Und ihr sollt euch besser nach vorne konzentrieren, anstatt hier ein Schwätzchen zu halten. Das geht ja gar nicht. Sir, diese Kürbissoldaten. Als hätten sie nur Kerne und Matsche im Kopf. So. Dann gehen wir mal in die Richtung weiter. Gucken wir uns erstmal hier oben um. Hier so ein bisschen Farmlandschaft. Hier stehen, oh, sieht man ja Weizen. Große Weizenfelder. Hier vorne dann die Kürbisse. Mit Netherstein gemacht. Das ist mal was anderes. So, hier müsste ich noch ein bisschen weiterbauen. Hier kommt dann noch ein großer Palast hin. Den möchte ich ja, wie ich im Let's Play schon gesagt habe, aus Quarz bauen. Aber ich glaube, so weit sind wir im Let's Play noch gar nicht. Deshalb müsste es neu für euch sein. Oh, ich kriege keine Luft gerade. Das ist komisch. So, hier haben wir auch ein Wohnhaus mit Kohleblöcken. Die habe ich mit Silk Touch abgebaut. Auch ein sehr bescheidenes Wohnhaus, wie alles hier. Hier auch noch eins. Ach ja, an dieses Wohnhaus kann ich mich noch erinnern. Während ich das gebaut habe, hatte ich im TS eine Diskussion über die GEMA geführt mit einem Mitarbeiter der GEMA. Das ist mein bester Krieger, das ist der gute Fred. So, hier haben wir noch ein Wohnhaus. Alles recht bescheiden gebaut. Hier mein Sägewerk. Auf der anderen Seite mein Steinlager mit meiner Mine. Die Mine, die brauchen wir jetzt mal nicht ablaufen. Selbst beim Abfahren würden wir da knapp 20 Minuten drin sitzen und das können wir uns, denke ich, sparen. Denn ich denke, ihr habt in 20 Minuten etwas Besseres zu tun, als Cobblestone zu bewundern. So, das hier waren meine ersten Wohnhausversuche. Oh Mann, was ist denn los heute wieder? So, dann hier, das ist so ein kleines Lokal, so ein Imbiss. Um mal ein bisschen Schleichwerbung zu bestreiben. Dieses M, das erkennt man natürlich. Übrigens, wenn es schon um Schleichwerbung geht, diese heutige Sendung wird präsentiert von Monster Energy Drinks, die momentan beim Kaufland zum super günstigen Preis von 99 Cent zu haben sind und daher durch die großen Dosen billiger sind als so manch anderer Qualitäts-Energy-Drink. So, das war die Schleichwerbung. Auch anderen Wohnhäuser, die zeige ich jetzt nicht alle in Ruhe. So, hier wohnen die Langnasen. Das ist das versklavte Volk der Kürbissoldaten. Das ist eine Wache. Und da vorne sieht man sie schon. Da. Die Langnasen. Oh, oh, du bist günstig. Merken, der Typ in Weiß. Das sind quasi so ganz billige ostdeutsche Wohnkasernen. Bis zum Himmel hochgetürmt. Sporadisch bis gar nicht eingerichtet. Also wirklich aufs Primitivste begrenzt. Hier sogar ein ganz kleines, da kann man ja mal reingehen. So, also wie gesagt, da ist nichts wirklich Tolles bei. Das ist wirklich nur Hauptsache viele Türen, dass ich möglichst viele NPCs auf kleinen Raum ziehen kann. Hallo, Klotzkopf. So, dann gucken wir mal, dass wir hier wieder rauskommen. Das Ganze natürlich so eingezäunt, dass die NPCs nicht fliehen können. Denn nichts ist schlimmer als NPCs, die sich frei in meiner Stadt bewegen. Außerdem sind es ja auch versklavte Völker, sie leben in den Slums von Irunia.
hier mein Pilzfeld. Auch mit Silk Touch abgebaut. Hier tut sich allerdings momentan gar nichts. Ich habe mich schon gefragt, ob man das Pilzwachstum irgendwie komplett abgeschafft hat. So, dann sind wir wieder hier auf der Hauptstraße. Hier ist das Hauptnahrungsmittellager. Ach nee, hier ist ja wieder die Saftbar mit dem M. So, hier ist das Nahrungsmittellager. Hier noch eine kleine Schmiede, das ist meine Werkstatt. Hier das Verzauberungshaus. Sporadisch eingerichtet, praktisch hauptsächlich. Eine große Bibliothek ist auch in Planung, kommt irgendwann. So. Was haben wir dann? Ah, dann haben wir hier meine Stelle. Als wir noch Spawner abbauen konnten, durch das Plugin Silk Spawner, habe ich mir hier gleich mal von jedem Tier einen reingestellt. Da, da. Gehen die Punkte hier inzwischen wieder? Nein. Warte mal. Ach, das mache ich später. Hier habe ich eine kleine Monsterfarm. Oh, kennt man ja. Also Monster hier wird hochgetrieben. Da drin sind Spawner, blop, blop, blop. Ja, hier Zombies, da Skelette. Aber das kennt man ja. Das haben schon Tausende vor mir gebaut. Das muss ich nicht extra demonstrieren. Dann stellt man sich hier hin und kloppt einfach drauf. Nichts Besonderes. Nichts Spannendes. Der Leuchtturm war mal ganz früher meine Stadtgrenze. Betonung hier wohl auf ganz früher. Denn inzwischen ist die Stadt ja so weit gewachsen, dass sie weit hinausgeht. Da hinten sieht man jetzt den neuen Grenzturm. Den gucken wir uns später nochmal an. Das ist gleichzeitig auch das neueste Gebäude in dieser Stadt. So, ich habe mir übrigens sehr viel Zeit für dieses Let's Show genommen. Wir müssen nicht hetzen. Hier habe ich einen kleinen Birkenwald angelegt. Der ist gerade etwas verkrüppelt, da ich das Birkenlaub gebraucht habe für andere Projekte. Hier ein Eichenwald. Auch nichts Besonderes, das kennt man. So. Den Friedhof gucken wir später. Und dann haben wir noch da oben das Ganze. Das können wir uns angucken. Was ich heute vorhabe noch zu bauen, das ist ein kleines Schneedorf. Wir haben jetzt hier, wenn man guckt, Beta 13 W05 oder Snapshot 13 W05. Da können wir mal von oben einen Blick drauf werfen, wenn wir schon mal hier sind. Und damit wurden jetzt ja die Schneeplatten geupdatet, dass man sie craften kann, dass man damit verschiedene Höhen bauen kann. Und da möchte ich dann heute so ein kleines verschneites Dorf bauen. Wo ich dann vielleicht auch den ein oder anderen NPC reinsetze. NPC-Eier habe ich noch genug. So, hier hat man jetzt alles, was wir gesehen haben, mal im Blick. Die Kathedrale, dahinter der Friedhof, hier die ganzen Gebäude. Das ist so der Kern der Stadt von Irunien. Hier die beiden Wälder, den Turm gucken wir uns gleich an. Auf der Seite haben wir dann auch schon ein kleines Wohngebiet dort. Hier drin ist ein Teleporter. Das gucken wir uns auch gleich an. Und hier die Gewächshäuser, dazu kommen wir auch noch. Nur um mal einen kleinen Überblick zu verschaffen. Es ist nicht viel. Ich glaube, meine Let's Play-Welt ist sogar größer. Allerdings ist das hier wesentlich ressourcenfressender. Allein, was ich alles aus Clearstone gebaut habe. Na gut, man muss jetzt sagen, den Clearstone, den habe ich zum größten Teil mit Silk Touch abgebaut. Und was ich mir wünschen würde, dass wenn endlich Clearstone-Halbsteine und Clearstone-Treppen... Denn auch die Clean, ich soll ja, da wurde ich ja verbessert, das heißt Cleanstone. Mit Clean, nicht mit Clear. Und da wünsche ich mir eigentlich Treppen und mal richtige Halbsteine hier. Gewächshaus, hier stehen so ein, ich glaube das sind Fichten. Daneben, da standen mal die Birken, die Eichensetzlinge drin. Doch die sind jetzt zum größten Teil alle gewachsen, bis auf den einen da und den hier an Rand. Sieht allerdings nicht schlecht aus, deshalb habe ich es einfach so gelassen. Wenn ich mal ganz dringend Holz brauche, da steht genug. Hier dasselbe nochmal mit Birken. Die sind auch nicht gewachsen. Und hier die Dschungeldinger. Kennt man. Langweilig. So, was haben wir hier vorne? So, was haben wir hier? Hier drin haben wir jede Menge Blumen und tote Büsche. Und ich glaube, auf der anderen Seite haben wir im Endeffekt nochmal dasselbe. Nee, hier haben wir Farnblumen und hohes Gras.
und ein kleines Dschungelkätzchen. Ich hasse es, dass das ein Dschungelbiom ist. Die Viecher spawnen echt überall. Das ist eine Seuche, ich sag's euch. So, hier auch nochmal. Das ist jetzt hier die äußerste Grenze momentan. Zwei Wohnhäuser. Und hier geht's dann raus ins Nichts. Hier soll eine Wüstenstadt irgendwann entstehen. Aber das ist Zukunft. Erstmal wird jetzt in die andere Seite weitergebaut. Der Palast, das Schneedörfchen. Das sind so... Ach, was will ich denn hier drin? Das sind so die Projekte für die nächste Zeit. So, jetzt können wir hier oben rein und dann gleich den Bahnhof hier benutzen. Das ist doch toll. So, das ist hier mein Turmgefängnis. Das ist der Tower of Irunien. Und hier sieht man schon, ich habe Melonen gefangen genommen. Denn die Melonen sind der größte Feind der Kürbisse. Das ist natürlich geprägt. Das ist eigentlich Schwachsinn, den Twilly und ich uns ausgedacht haben, um auf unserem Server, wo eigentlich nur noch wir beide wirklich aktiv spielen, etwas Roleplay zu betreiben. Ja, hier sieht man auch so ein bisschen noch kaputtes Land. Das wird alles nochmal verschönert. Wie hier zum Beispiel kommt dann da irgendwas drauf. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? Roleplay. Also Twilly ist der Herrscher der Melonen. Ich bin der Herrscher der Kürbisse. Und ja, es ist natürlich jetzt immer Krieg zwischen Melonen und Kürbissen. Weil die Melonen mögen die Kürbisse nicht. Die Kürbisse mögen die Melonen nicht. Aber was langweile ich euch nachher. So. So, und jetzt geht's los zum Turm. Den Turm kann man nur erreichen über... Das ist jetzt ein bisschen weit. Zurück, zurück, zurück. So, einmal umschalten. Ab und zu brettern sie noch drüber. Prima. Ja, wie gesagt, das ist noch alles so ein bisschen in der Testphase. Ich überlege mir da noch was, um das schöner zu machen. Hier ist ein bisschen Monsteraktivität, weil der Berg, das ist hier zum größten Teil hohl und da sind wir jetzt auch schon drin. Es gibt keinen anderen Weg hier rein. Das in der Mitte, dieses Käseartige, das ist der Enderstein. Den haben wir aus dem Ender geholt. Falls jemand den noch nicht kennt. Unser Ender ist übrigens momentan clear, den muss ich mal wieder resetten. So, hier sind wir jetzt oben. Was mich ganz wundert, das ist hier die Stelle. Da steht nämlich hier direkt neben dem Feuer steht da das ganze Laub. Und das Feuer schlägt absolut nicht über. Das hatte ich schon an vielen anderen Stellen fast genauso. Da dürfte es ja überbrennen. Da hätte ich ja nichts dagegen. Aber an anderen Stellen, wo es dann nicht passieren soll, da brennt natürlich dann alles ab. So, und das war's dann auch mit der Ecke hier. So. Als nächstes dann der Friedhof und dann sind wir eigentlich in Irunien schon durch. Dann zeigen wir noch ein bisschen was von Twilonien. Und wer es mit den anderen Städten ist, ich glaube, das machen wir dann ein andermal. Es gibt ja noch so ein paar einzelne Fragmente der anderen, zum Beispiel von Benny, der hat dort ein Städtchen gebaut. Na. Ab und zu hakt es noch ein bisschen. Ach ja, hier hakt es grundsätzlich wegen der Weiche. So. Hinterher soll die Strecke einen Kreis ergeben, dass man auch wirklich einmal rund fahren kann. Momentan bin ich soweit noch nicht, da ich auch noch nicht weiß, wie weit ich oben mit dem Quarzpalast gehen werde. Von daher, theoretisch können wir jetzt allerdings einmal bis zum Friedhof durchfahren.
Ist, glaube ich, die einzige Weiche auf dem Weg. Ja, ist wirklich die einzige Weiche. Also da geht ja auch noch Schilder dran, wo der Weg hinführt und wie die einzelnen Haltestellen heißen. Das hier wird dann zum Beispiel der Südbahnhof vom von der Kathedrale. Na los, fahr weiter. Ach, jetzt hängt der hier fest. Ja, kein System ist wirklich perfekt. So, jetzt aber. Aber zum größten Teil funktioniert dieses Fahrsystem. Durch die Redstone-Blöcke spart man sich auch die Anschaltplatten bzw. die Redstone-Fackeln. Kurz. Und gucken wir uns noch ein Highlight eben jetzt an. Nämlich unser kleines, unsere kleine Showbühne hier. Hier sieht man, was mit Melonenkriegern passiert. Sie werden zur Belustigung des Volkes verbrannt. Übrigens die Skelettköpfe, die haben wir uns mit einem auch mit einem Mod erstellt, mit Cookbook. Da haben wir dann Rezepte eingefügt, mit denen man die bekommt. Ich bin ja immer noch dafür, die Monster sollten die endlich mal droppen. Selten zwar, aber auf jeden Fall droppen. So, hier waren wir ganz zum Anfang schon mal. Jetzt sind wir wieder hier. Biegen jetzt links ab. Das ist der Friedhof. Hier die beiden großen Gräber für meine beiden Väter, die ich jetzt hier im letzten Jahr verloren habe. Etwas bescheidener, als man es von mir gewohnt ist. Und die normalen Gräber, ja, ich werde mal gucken, dass ich sie nach und nach beschriftet kriege. Sterben genug Leute, die man kennt. Besonders im fortschreitenden Alter hinterher, aber jetzt gehen wir erstmal in die Hölle. Raus da. Man merkt schon die Hölle, wir haben sie vorgestern neu gemacht, damit wir hier den Quarz ernten können. Und sie ist schon total bewegt. Oder bewegtet. Oder wir haben Wege gelegt. Und zwar einmal komplett durch die ganze Hölle. Um so quasi einen schönen Verbindungstunnel zu machen. Zwischen Twelonien und Jerunien. Wir sind zwar verfeindet, haben dennoch ein Waffenstillstandsabkommen und konzentrieren uns auf die Beseitigung der Bennys. So, hier hoch, dann links. Das haben wir alles gestern gemacht hier. Und das Ganze ist auf eine Idee entstanden, dass ich in der Hölle quasi Quarz geerntet habe und mich derart verlaufen habe, dass ich hinterher komischerweise bei Twilly rausgekommen bin, der, wenn man jetzt eine Diagonale durch den Ursprung der Welt, also durch den Nullpunkt machen würde, quasi am genau anderen Ende zu mir wohnt. Also quasi ich wohne minus minus, er plus plus, die Koordinaten sind fast identisch, also quasi weiter auseinander kann man gar nicht wohnen. Auch dieser Weg, der streift den Ursprung quasi der Welt. Und ich bin begeistert, hier ist noch kein Geist hier. Ah, Quarz. Quarz ist toll. Ich brauche jede Menge Quarz. Drei Doppelkisten, um überhaupt mal die Grundfläche und ein bisschen was von den Mauern machen zu können. Es wird wohl so auf, ich sag mal, 8, 9 Doppelkisten kommen. Also ich habe ganz schön was vor, hier wieder abzubauen.
So, und hier sind wir jetzt auf zwillonischen Boden der Hölle. So, hier endet mein Weg, das ist Twillys Weg. Und man merkt schon hier, die Geister, die haben uns gestern das Leben schwer gemacht. Und da sind sie. Rennen wir einfach weiter. Ich hoffe jetzt, dass sie jetzt nicht gerade auf mich schießen, denn Twilly hat hier angefangen, die Hölle zu begrünen. Hat Bäume gepflanzt. Oh, der Baum ist schon wieder weg. War Twilly wohl heute schon mal hier und er hat ihn wohl abbrennen lassen. Na, das passiert halt mal. Die doofen Geister, die sind halt penetrant nervig. Oh, wieso hat Twilly das liegen lassen? Oh, naja. Auf jeden Fall ist das hier neben dem Direktteleporter der schnellste Weg. Wer sich im Übrigen noch an die Teleporter, an mein kleines Tutorial erinnern kann, was ich vor ein paar Tagen online gestellt habe. Unsere Teleporter arbeiten nach dem Prinzip, das ich gezeigt habe, dass quasi nur teleportiert wird, wenn man in einer bestimmten Gruppe ist. Und ich hasse Twilonien. Das ist alles so weitläufig, unbeleuchtet. Und geht einfach rein. So, wenn man mal guckt hier. Da sieht man es hier, Team Garstig. Ist übrigens grün, das Team. Auch Friendly Fire für uns aus. So, das da drüben, das wird mal Twillys Tempel. Ist momentan noch im Bau, er baut das aus Sandstein. Er hat sich schon geärgert, jetzt kommen die Quarzblöcke raus. Soll er jetzt alles wieder umbauen, da hinten das Höllenportal, dadurch kamen wir gerade. Hier ist Twillys Schmiede. Twilly gibt sich immer sehr viel Mühe bei der Einrichtung. Man guckt hier, mit Lava drin. Oben dann auch noch schön der Kamin hier, der Ofen. Da ist meine Schmiede richtig kläglich gegen. Naja, ich brauche halt den Platz für die 20.000 Öfen. Auch Wohnhäuser. Und man merkt schon, dass wir hier im Reich der Melonen sind. Die allesamt ein Brett vorm Kopf haben. So, hier ist ein Hühnerstall. Ach, siehst du mal, große, großräumige Ställe wollte ich auch noch anlegen. Allerdings bräuchte ich dafür jetzt wieder einen Spawner und den habe ich momentan noch nicht. Also einen zweiten neben meinen dort. Ich könnte auch züchten, aber dafür bin ich zu faul. So, hier leben dann die Pilzkühe. Momentan nur eine da. Was ich bei Twilly schön finde, er hat alles so linear gebaut. Man kann hier einfach dem Weg folgen und kommt irgendwo an. So. Das ist Twillys Herrenhaus. Noch etwas leer, aber er gibt sich Mühe. Alles schön auszugestalten. Er hatte mal Bilder an der Wand. Ah, hä? Habe ich nicht gerade an die Wand geguckt? Naja, egal. Auch hier ein Creeper guckt ihn im Schlafzimmer beim Schlafen zu. Damit er auch angenehm träumt. Oh, sein Leuchtturm. Und seine Special-Einheiten für den Kampf gegen Irunien. Der Steuerberatungszombie und der Creep-Doc. Der Mann hat echt zu viel Fantasie. Hat einen Pilz gebaut, schön aus Wolle. Eine Wolffigur muss nach Irunien auch noch rein, doch ich bin momentan zu voll, die faul, die Schafe zu scheren. Hier hat sich das, erste Kräftemessen zwischen Irunien und Twilonien ereignet. Da wieder ein Kürbismensch, Melonenmensch. Und hier weiträumige freie Fläche mit Mauer. Und da hat er... Ha, er hat Kürbisse aufgespießt und an die Mauer gestellt. Oh, ihr armen Seelen. Naja, er ist halt
primitiv, brutal, aber was soll man von jemandem erwarten, der über Melonen herrscht? Denn mit Melonen und Kürbissen recht, genauso wie mit Birken und Weiden, meiner Meinung nach habe ich recht und das bleibt auch so. Die Kürbisse sind die Guten und die Weiden sind die Bösen und auf der anderen Seite die Birken sind die Guten und die Melonen sind die Bösen. Und wer jetzt meint, ich rede absoluten Schwachsinn, der soll mal ins TS kommen, wenn Twilly und ich uns richtig streiten. Denn das geht dann so, Melone, Kürbis, Melone, Kürbis, Birke, Weide, Melone, Kürbis. Und da wundert man sich, dass die Leute denken, dass wir nicht mehr alle Tassen im Schrank haben. Woher das wohl kommt? Naja, gehen wir mal weiter. Jetzt bin ich am Teleporter vorbeigelaufen, denn dann könnten wir uns gleichzeitig noch mal ein bisschen was von Danny angucken. Ein bisschen Zeit habe ich noch. Ich habe so 35 Minuten eingeplant. Ja, oh, wirklich, und noch ein bisschen Zeit. Das wird dann eine lange Folge. So, das ist unsere... Oder ich zeige jetzt die Kernstadt. Aber die habe ich, glaube ich, schon mal gezeigt. Das Haus gehörte mal jemand anderen, der nicht mehr spielt. Damals waren wir noch knapp 20 Leute, die auf dem Server gespielt und gebaut haben. Doch inzwischen sind wir 2, die noch richtig aktiv spielen. Und 3 Leute, die ab und zu mal vorbeischauen. So. Dann gucken wir doch mal, wo ist denn Benny? Da. Gehen wir da mal kurz vorbei. Hey! Ah, danke. Da fehlt Glas. Da auch. So, das ist Bennys Dorf hier. Die Brücke ist schön irgendwie. Auf eine einfache Art und Weise. Und das sah früher mal anders aus. Leimer de Müll. Ach Gott. Und da sagen die Leute immer, ich kann schlecht Französisch. Was ist das? Smaragdblöcken. Das ist Holz. Benny klingt komisch, ist aber so. Man merkt, dass es sich hierbei um Minderjährige handelt. Denn dieser Witz ist so flach, dass er noch von einem Pubertierenden kommen kann. So, was haben wir hier? Das soll wohl mal ein Haus werden. Das finde ich so schade. Also Benny hat schon gute Ideen, nur an der Standfestigkeit mangelt es ein bisschen. Und das hier sieht allerdings mal fertig aus. Schön vom Boden her. Fängt denn auf unserem Server mit S an? Keine Ahnung. Naja. So viel zu fertig. Da fehlen noch ein paar Stellen. So. Besonderes Highlight, was mir bei Benny am besten gefällt, das sieht man dort hinten. Das ist sein Raumschiff. Das hat er wirklich schön gebaut. Ansonsten viele angefangene Gebäude. Und ich glaube, er hat irgendwo noch ein Geschenkpaket gebaut. Ah, da vorne. Ein Geschenkpakethaus. Sowas habe ich auch noch in Planung für Irunien. Quasi eine Box quasi aus Wolle, die Schleifchen oben hat. Da oben, das ist ein Wachturm. Hier alle möglichen Tierspawner. Ja, die Blöcke könnte man wegmachen. Da oben, ach, da hinten haben sie ja noch jede Menge mehr gebaut. Waren fleißig, die Kleinen. Aha. Noch ein paar Farmen. Dispenser. Aha. Jetzt bin ich einfach mal neugierig. Aha. Angeschlossen sind sie. Mal wieder was futtern. Wusstet ja nicht, dass gebratene Kartoffeln sehr viel XP geben. Das Hühnerhaus?
schießen denn die Dispenser? Da könnte man ja auch mal nachgucken. Na gut. So viel zur Spannung und Überraschung. Nein. So. Sieht doch schick aus. Ist das Hühnerhaus? Ja, ein Hühnerhaus. Ach stimmt, hier habe ich ja mal ein bisschen rumgespielt und ihnen ganze Zombie-Familien dort reingelegt. So, und hier oben auch noch ein Häuschen. Und das war's dann auch mit unserem Rundgang. So, es gibt natürlich noch einige mehr, die regelmäßig oder ab und zu vorbeizuschauen. Ah, eine Arena. Eine Sandarena. Ah ja. Und das gucken wir uns dann im nächsten an. Bis dahin haben Twilly und ich wahrscheinlich auch wieder so viel gebaut, dass es sich lohnt, alles zu zeigen. Ne, das war's hier auch. Den Klotz gucken wir uns nochmal an. Meine Rüstung hält das aus. Locker. Ja, ohne MC-MMO muss ich jetzt aufpassen, dass die Rüstung nicht kaputt geht. Wäre schade um die schönen Verzauberungen. So, was haben wir denn hier drin? Noch nicht viel. Das ist immer schade, dass die Gebäude so leer sind. Na jedenfalls, jetzt habt ihr mal wieder ein bisschen Einblick bekommen auf unserem Server, was da so abgeht. Und ja, wir sehen uns dann, ich sag mal, irgendwann mal wieder, wenn ich mein, dass wir alles genug erweitert haben, dass es sich lohnt, eine halbe Stunde darüber zu reden und zu berichten. Ich verabschiede mich. Bis dann. Tschüss.